Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry Teil 6. Wir sind hier in einer Gefängniszelle. Clementic Lautermann, so. Und ja, wie es aussieht, sind wir alle hypnotisiert worden und werden jetzt erstmal unseren Geist wieder etwas ganz machen. Geist heilen. Oh, 3 Punkte reicht hoffentlich. Auf sich selber. Sehr schön. Ja, vielleicht reichen sogar schon 2 Punkte. Ja, sehr gut. Versuchen wir das mal mit einem. Ja, Wahnsinn. Da hätte ich viele Punkte mit gespart. Reicht einer. Okay, dann ist das nicht sehr stark. Hervorragend. So, was haben wir hier? Da können wir was trinken. Das testen wir mal. Gift, ja. Super. Da trinken wir schon mal nichts. Exit. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Eine Wache auf der anderen Seite des Tores beobachtet euch genau. Hey, ihr. Was immer der da macht, hört auf. Also, wir könnten hier den Dagger of Rum benutzen. Haben wir das? Sehen. Ich glaube, Valhalla hat den. Nein, hat sie nicht. Wem habe ich den gegeben? Da, Widerdolch. Wenn wir dem zeigen, dann würde der aufmachen. Dann hätten wir diese Nebenquest nicht machen müssen mit der Wasserpfeife. Oh, etwas Ungewöhnliches an der Wand. Ja, schauen wir doch mal. Du entdeckst einen schmalen Riss am Fuß der Wand, gerade breit genug, um die Ratten durchzulassen. So, wir haben aber eine andere Möglichkeit, da wir diese Nebenquest gemacht haben und benutzen deshalb... Wem habe ich die gegeben? Bestimmt Valhall. Roter Pilz. Der Pilz schmeckt komisch. Das Zimmer sieht anders aus. Es schlägt Blasen. Und jetzt wächst es. Nein, du bist es. Du, der Riss wird... Oh. Können wir das gerade nochmal bitte machen mit weniger Speed? So. Exit. Ah, jetzt geht er natürlich auch wesentlich langsamer. Zieht es ein bisschen nach. Hier schauen wir uns das nochmal an. So. Benutzer. Roter Pilz. Der Pilz schmeckt komisch. Das Zimmer sieht anders aus. Es schlägt Blasen. Und jetzt wächst es. Nein! Du bist es. Du schrumpfst. Der Riss wird zur riesigen Spalte. Aber er ist so weit entfernt. Und jetzt kommt eine Katze und frisst uns. Ihr lauft zum Tunnel. Da wird der Raum wieder kleiner. Ihr hechtet in den Tunnel. Geschafft. Alles wirkt wieder normal. Außer ein paar rosa Elefanten. Ja, wer weiß, was das für Pilze waren, die mit dem Strudel sprechen. Drüben, bei dem komischen Farben. Ja, also voll der üble LSD vielleicht sehr wahrscheinlich. Müssen wir hier lang? Zufallsbegegnung. Alles klar. Riesenspinnen sollten wir eigentlich so im Nahkampf fertig machen können. Ah, okay.
Okay, jetzt gerade das gelernt. Da müssen wir was gegen tun. Oh nein, Spinnenweben. So, meine Geschwindigkeit mal wieder was erhöhen. Toll, zwei gelähmt schon. Mach sie fertig. Hast du Lähmung heilen? Nein, hast du nicht. Mist. Und schlägst zu. Na Hema, wie sieht's bei dir aus? Sehr gut. So, hier ist schon mal nichts drin. Müssen wir überhaupt da durch die ganzen Türen? Ja, wir können direkt hier raus, glaube ich. Aber lass uns ruhig hier mal so ein paar Kämpfchen machen, würde ich sagen. Hallihallöchen. Vier giftige Vipern. Gift mag ich ja gar nicht. Sehr schön. Ja, die geben auch nicht viele Punkte. Ich glaube, es gibt hier auch gar nichts zu holen mehr. Ja, außer ein paar Kämpfchen, die aber alle kein Problem sein sollten. Lähmung heilen auf Nahema und weiter geht's. Ui, Dönchen ist aufgestiegen. Sehr schön. Sechs Pünktlein, die wir in was setzen? Stange und Stab? Können wir eigentlich in Stange und Stab setzen, ne? Würde ich mal sagen. Obwohl, das geht sowieso von alleine hoch. Dann lieber mal den Bogen versuchen zu erhöhen. Vielleicht kriege ich ihn ja noch auf 36, werde ich ihn nicht mehr kriegen, aber trotzdem ein bisschen reinsetzen da. Ein neuer Zauberspruch. Auferstehung. Fluch aufheben, Beschwörung. Komm, lernst du mal Auferstehung. Und wieder ein paar Spinnchen. Ui, diesmal ein paar mehr. So, du schläferst mal bitte ein paar von denen ein. Und der Rest haut drauf. So, und damit haben wir alle Räume hier in diesem Gefängnistrakt erkundet. Auch wenn wir das nicht machen mussten, weil hier ist halt einfach nichts. Aber es gab uns ja ein paar Erfahrungspunkte und das kann ja nie schaden. Ja, und wir wurden nochmal vergiftet. Supi. Aber Gift heilen klappt irgendwie immer voll schlecht.
Warum auch immer. Vergiftung heilen. 3 Punkte auf Sam. Also, geht doch. So, hier verlassen wir jetzt den Gefängnistrakt und befinden uns im Wald. Bogenschützen. Das gefällt mir nicht. Bogenschützen sind immer schlecht. Stille. Machen wir mal Stufe 4. Auf die vorderen. Und du versuchst mal die ein bisschen einzuschläfern auf Stufe 4. Und zwar die hinteren. Und du versuchst einzuschläfern die vorderen 6. Der Rest haut drauf. Ja, ich würde sagen, so ist okay. Oh oh, vergiftet. Ah, er macht schon ordentlich Schaden, nicht schlecht. Schießt auf Chojin. So, Paar sind ausgeschaltet. Was wieder drauf. Ich muss unbedingt auch die Rüstungsteile nochmal verteilen. Der Chojin hat ja das ganze Epic-Zeug an. So, versuch dich mal zu verstecken, dann nimmst du zu viel Schaden. Oh oh, und ich habe mal wieder nicht gespeichert, ne? Größenwahnsinniger. Skyde! Schlafelfen. Drecksäcke. Wo war ich gewesen? Nein! Tja, da habe ich anstatt Old F9 zum Neuladen, habe ich Steuerung F9 gemacht. Mit Steuerung F9 verlässt man die DOS-Box. Tja, das ging schon mal schön in die Hose. Ich musste jetzt wieder hinspielen, bis ich wieder hier beim Waldeingang bin. Ja, und dieses Mal sind es 2 Ninjas. Okidoki, die sollen schon mal keine Zaubersprüche machen, deswegen kriegt er mal hier in Stille ab und der Rest haut drauf. Halten sowieso nichts aus. Nunchaka! Und eine Ninja-Kutte. Aha. Die schauen wir uns mal an. Chaka brauchen wir eigentlich nicht. Ihr verlasst den kleinen Bunker und tretet in einen Wald voller Bäume, Blumen und Zwitschern einer kleinen Bewohner. Wir sind im Wald. Sehr schön. So, was haben wir hier bekommen? Prüfen. -3. Ninja kann es tragen und die Fee kann es tragen. Die habe ich aber schon. Ninja-Kutsche. Ich glaube, dass diese Anfangsausrüstung von Ninja ist einfach dieselbe, die wir auch weiter behalten. Deswegen wegwerfen. Der findet in dem Spiel einfach nichts Gutes. Aber im 7. und 8. Teil gibt es sehr schöne Sachen für eine Ninja-Fee. Deswegen habe ich überhaupt da eine Fee genommen. Auch die Resistenzen sind halt einfach super. Ein halb gesunkenes, zerbrochenes kleines Schiffswrack liegt drüben im Wasser. Das sehen wir auf der anderen Seite da hinten, dieser Eingang. Es sieht aus, als werde es jede Minute versinken. Da sollten wir vielleicht mal hin. Benutzen wir mal unsere Flügelchen. Ach, Valhall ist außer Gefecht. Ja, das geht dann natürlich nicht. Lähmung heilen. Auf Valhall.
benutze. Schupp. Wasserflügel. Daneben, wie daneben. Was ist das denn? Daneben. Ah, okay, es gibt daneben direkt einen weiteren Eingang. Dann nehmen wir den doch. 4 Bogenschützen, 4 Schlafelfen und 2 Schlangenmenschen. Dann fangen wir mal an mit Stille. Auf. Oh, wie viel waren da übrig? Ah, 22, komm, dann können wir es auch direkt auf 5 machen. Und das tun wir auf die Schlafelfen. Und du machst volle Pulle Schlafelfen einschläfern. Du versuchst mal zu verstecken. Obwohl, warte mal. Zurück. Besser, du versuchst die direkt einzuschläfern hier. So. Valhall haut auf die... Ah, Schlangenmenschen kommt sie nicht dran. Dann hau auf die Schlafelfen. Dawn macht... Einmal Stille. Auf wen habe ich die Stille jetzt nicht gemacht? Ich glaube auf die, ne? Genau. Dann einmal... Ah, sie hat auch keine Munition mehr für den Bogen. Muss ich gleich mal wechseln. Dann machst du noch einen schönen Feuerball auf die 4 Schlafteile drauf. Los geht's. Ja, haben einige widerstanden. Aber Stille klappt super. Alles klar. Ah, tödliches Gift. Hui, Schwein gehabt. So, dann hau mal zu, erledigen wir diese Schlangenmenschen. Zuhauen. Dann macht man einen Feuerball, würde ich sagen. Auf die da hinten. Und du auch. Sehr schön. Mensch, die haben irgendwas gegen Valhall. So, Quanti, Schlafelfen. Ja. Haut mal auf die Schlafelfen mit ihren blöden Pfeilen. Gefällt mir gar nicht, dass sie die hintere Reihe dezimieren. So, du machst auf jeden Fall einmal Wunden heilen, höchste Stufe auf Valhall. Oh, Valhall könnte sich eigentlich auch selber mal heilen. Wunden heilen, höchste Stufe auf sich selber. Und ihr kümmert euch um die restlichen Schlafelfen da hinten. Das sollte eigentlich ausreichen. Hoffe ich. Ah, hat einer überlebt, Mistkerl. Ah ne, jetzt ist er weg. Ui, da sind noch ein paar Feen dazugekommen. Ach, der hat das dreckige Gift da, da ist das Problem. Das Gift macht so viel Schaden bei Valhall. Mist, hätte ich direkt eine Stille machen sollen, wo die Feen dazu kamen. Das gefällt mir gar nicht. Blöde Feen. Toll, Stille geht nicht. Dann hau sie kaputt. Er ist außer Gefecht. Haust auch kaputt. Du musst dich selber heilen. So. Einmal bitte Vergiftung heilen.
Du machst einmal Stille auf dir. Nächste Runde tun wir Sam wieder entlehmen. Der braucht auch ein bisschen Heilung. So, du hast zu. Du hast auch zu. Vergiftung heilen hat nicht geklappt, obwohl auf höchster Stufe. So ein Morks. Wunden heilen. Auf sich selber. Du versuchst den. Ah, keine Punkte mehr da drin. Dann aber wenigstens. Hä, war das nicht hier? Ne, das Geist heilen. Lähmung heilen, da ist es doch. 3 Punkte auf Sam. Und du musst versuchen. Ah, hat keine Giftheilung. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, komm, dann ein Feuerball auf die da hinten drauf. Los geht's. Dürfte eigentlich nicht so stark sein. Was geht denn hier wieder? Wundenheil. Aufwallheil. Dorn. Wir töten die jetzt. Schluss mit lustig. Du musst leider etwas heilen. So, das sollte doch jetzt endlich mal zu Ende sein, oder? Puh, 24.000. Ja, aber ordentlich Punkte bekommen. So, jetzt muss ich nur irgendwie Valhall wieder ins Leben kriegen. Also. Du heilst komplett voll. Übel. So, und dann jetzt toi toi toi, kein Kampf bitte. Ah, oh, die stirbt direkt an der Vergiftung. Okay. Wer hat denn noch hier Gift heilen? Vergiftung heilen, sie selber hat es. Okay. Stufe 5, höher kann sie nicht. Und es klappt nicht. Mann, ich hasse Vergiftung. So ein Murks. So, habe ich denn noch jemanden, der das kann? Nee. Ich hab nur einen Giftzauber. Jetzt raste, stirbst du wieder direkt, ne? Ja. Tödliches Gift. Tödliches Gift ist Morgs. Ja, da muss ich so lange machen, bis der Zauber funktioniert. Anders geht's nicht. Vergiftung heilen. Stufe 5. Auf Valhall. Klappt nicht. Neuladen. Spruch. Valhall, Vergiftung heilen, Stufe 5. Klappt nicht. Halt, zurück. Eine breite Planke führt über das Wasser hoch zum Schiffsdeck. Ich weiß. So ein Murks. Geht es ja irgendwie von alleine mit der Zeit aus. Suchen wir das mal. Ja, grüß Gott, ein paar Todesritter. Da machen wir doch direkt mal einmal Untote bannen. Bitte schön. Ein bisschen Stille haben wir nicht. Super. Dann schlägst du zu. Du schlägst auch zu. Ja, und du.
müsstest dich eigentlich retten, aber bist ja vergiftet. Schauen wir mal, wie das läuft. Ja, hier, nice one. Was das Schiff ge auch getroffen hat, muss furchtbar gewesen sein. Nur die Hälfte davon ist hier. Ja, Valhall stirbt immer weiter. Wunden heilen. Valhall. Wieso schläft die denn jetzt? Ah, die hat keine Ausdauer mehr. Ach du Jemine. Wieso hast du auch keine Vergiftung heilen? So Mist. Ich muss auf jeden Fall rasten. Wenn es nicht anders geht, werde ich jetzt einen Trank nehmen müssen. Speichern wir nochmal, schauen, ob es jetzt klappt. Vielleicht hat es ja schon ein bisschen abgeklungen, das Gift. Was passiert jetzt? Ist er direkt tot. So, hoffentlich ist das nicht irgend so ein blöser Bug. Schauen wir uns mal an. Choji, du hast die ganzen Sachen. Deswegen schauen wir uns mal die Tasche an. Hinzufügen. Das Silberkreuz. Entfernen. Giftheilung. Gebe. Obwohl, Valhall geben wir es nicht. Wir können es, glaube ich, direkt benutzen. Ne? Exit. Benutzen. Giftteilung. Valhall. Das klappt nicht. Seltsam. Also das ist irgendein Gift, was nicht geheilt werden kann irgendwie. Was ist das denn? Doch, hat geklappt. Krasse Möhre, was war das denn? Jetzt die Frage natürlich, ob ich da einmal noch hätte machen können. Das testen wir jetzt, um eins zu sparen. Testen wir das doch noch mal. Nee, das scheint nicht zu klappen. Und wenn ich jetzt noch mal Vergiftung heilen mache. Ja. Okay, dann war die so stark, die Vergiftung, dass ich mehrfach Vergiftung heil machen muss. Alles klar. Resten. Und zwar voll. Ja, dann würde ich sagen, war's das für das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.